Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warships hier auf meinem Kanal. Und ich dachte mir so, ich habe gerade überlegt, was fahre ich denn, was zeige ich euch denn? Ihr habt ja Lust auf Gameplay auf jeden Fall, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier. Und ich dachte mir, ich zeige euch meinen neuesten Schatz, welchen ich gezogen habe, noch aus Kisten. Und weil man kriegt ja über die Zehner, ich jetzt zwar nicht mehr, aber man hat ja über die Zehner, hat man ja. Wo sind sie? Und auch über den Battle Pass. Hier oben diese Weihnachtszertifikate bekommen, mit denen man hier Mega-Weihnachtsgeschenke sich holen kann. Und das Gute ist, da ich schon sehr viele Schiffe besitze, aus der unteren Stufe, 4 bis Stufe 7, 5 bis Stufe 7, in Klammern, ich besitze alle aus Stufe 5 bis Stufe 7 in diesen Containern, kriege ich, sobald ich ein Schiff ziehe aus diesen Containern, nur noch 8er oder seltene Schiffe. Was mich sehr glücklich macht, denn ich habe ein sehr seltenes Schiff gezogen. Ein legendäres Schiff, würde ich mal sagen. Und zwar die Missouri. Ich bin richtig happy. Eine Iowa auf Stufe 9. Also Iowa ist ja immer Stufe 9, aber eine Iowa auf Stufe 9 als Premium-Schiff und sogar noch mit einem Radar. Ich finde das richtig geil. Ich habe mich richtig gefreut über diese, über diesen Drop. Das war schon sehr, sehr geil. Und ja, hier ist sie, Missouri. Und ich dachte mir, ich zeige sie euch heute. Eines der seltensten Schiffe im Spiel, würde ich mal sagen. Wirklich sehr, sehr selten. Und zeige euch, wie die Missouri so abgeht, was dieses Schiff so kann. Und ja, fangen wir mal an mit der Panzerung. Typisch Iowa-technisch, die Türme sind gut gepanzert und so weiter. Sie hat 32 mm vorne und hinten, was sehr praktisch ist. Aber ihre Zitadelle ist eine reinste Katastrophe. Sie liegt zwar nicht direkt über der Wasseroberfläche und auch nicht direkt am Wasser, aber sie hat halt eine sehr schwache Zitadellenpanzerung. Und das ist halt das Problem. Und deswegen kann die da halt sehr, sehr leicht gezittert werden. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr problematisch an dem Ding. Und ja. Genau. Aber trotzdem ist sie schon geil. Lebensfähigkeit 78.300, 25% Torpedoschutz, das ist okay, es ist ein schnelles Schlachtschiff auch, aber vor allem auch ihre Artillerie ist richtig geil. Ich liebe diese amerikanische 406mm Artillerie, viele mögen sie ja nicht, ich mag sie sehr. Die AP performt meiner Meinung nach sehr stark, macht guten Schaden, hat sehr guten Pen auf jeden Fall und vor allem sind sie relativ präzise meines Erachtens nach, können verdammt weit schießen. Na gut, die Secondary lassen wir jetzt mal außen vor. Und ja, auch die Flugabwehr, typisch amerikanisch, ist sehr gut, mit 90er Wert und auch dafür 9er vor allem, auch die Manövrierbarkeit, 34,7 Knoten mit Signal. Klar, wenn raus ist sie nicht perfekt, aber 990 Meter, finde ich, geht noch, vor allem für so ein langes Schlachtschiff. Die Iowa war länger als die Yamato, was viele gerne vergessen, das ist ja ein Iowa-Klasse Schlachtschiff. Und ja, 12,7 Kilometer Tarnwert geht auch meines Erachtens nach. Und ich frage mich gerade, was ist denn der Text zu diesem wunderschönen Schiff? Und ja, das Coole ist halt auch noch, das Schiff gibt's. Das Schiff gibt's noch. Alle 4 Iowa-Klasse-Schiffe gibt's noch. Also in echt. Die Missouri steht das hier, wo sie liegt. Genau, in Pearl Harbor sogar. Genau. Die Missouri ist sogar in Pearl Harbor ausgestellt, also auf Hawaii. Und dort könnt ihr sie euch auch ansehen. Dieses Schiff wird auch den Zweiten Weltkrieg beendet. Also mehr oder weniger kann man sagen. Auf diesem Schiff wurde die Kapitulationsurkunde unterschrieben von den Japanern. Dort war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Auf jeden Fall. Und sie hat dann sogar noch im im Irakkrieg mitgekämpft, im zweiten, also 1991. Ich weiß, für den Amerikaner ist es der erste Irakkrieg, aber eigentlich ist es der zweite Irakkrieg, aber es ist jetzt hier sehr kleinlich. Aber auf jeden Fall Operation Desert Storm, das sagt bestimmt viel was. Da war sie natürlich stark modernisiert mit Marschflugkörpern etc. Und hatte auch nur noch die beiden vorderen Secondary-Türme und auch die hinteren nicht mehr. Und ja, aber eines der Schlachtschiffe, welches es noch gibt im Pearl Harbor, wie gesagt, wir sie unbedingt mal ansehen. Ich hoffe, ich komme mal hin. Hawaii ist ja billig, ne? Kommt man ja immer so easy hin. Und schönes Schiff. Mich freut sehr, dass ich sie habe. Ich finde das sehr, sehr geil, auch wegen der Geschichte dieses Schiffes. Und ich liebe die Klasse, Iowa-Klasse. Mich freut es jetzt endlich, dass ich halt theoretisch, wenn ich sie mal fahren wollen würde, mir nicht den 9er kaufen muss, halt die Iowa, sondern jetzt hier so gesehen ihr Schwesterschiff habe. Und ja, ich habe auch noch gar nicht darauf eingegangen. Wie gesagt, sie hat einen Radar einfach als Schlachtschiff. Sie wäre das allererste Schlachtschiff mit solch einem Verbrauchsmaterial. Und 9,5 Kilometer ist natürlich nicht berauschend, aber es hält ziemlich lange. Und klar, man hat jetzt auch nur 3 Stück. Aber trotzdem, das ist sehr, sehr cool. Ich meine, hey, why not? Lieber haben als nicht zu haben, anstatt dass einfach nur ein Heal hat, der auch übrigens gar nicht mehr so schlecht ist, meiner Meinung nach.
Und irgendwas anderes ist das halt sehr geil. Und typisch amerikanische könnt ihr Plotterräume einbauen, die ich einfach liebe. Hier die Feuerreichweite erhöhen. Ich denke mir halt so, ich brauche keine Drehgeschwindigkeit. Die Türme drehen 36 Sekunden, was ein super Wert ist. Lieber 27 Kilometer Range. Und auch hier nochmal die Präzision erhöhen. Sehr, sehr geil. Ich liebe das an den amerikanischen Schlachtschiffen. Ihr merkt es, ich mag dieses Schiff auf jeden Fall auch. Ich finde sie großartig. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich war richtig glücklich, sie zu ziehen. Und ich würde mal sagen, fahren wir da jetzt auch gleich eine Runde. Und ja, ein tolles Schiff. Sehr selten, wie gesagt. Geschichtlich auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, sehr, sehr coole Kiste an der Stelle. Sehr, sehr coole Kiste. Gehen wir rein. Let's go und viel Spaß mit dem Video. Gut, haben wir denn hier irgendetwas Besonderes? Wir haben super Schiffe leider. Kein Stufe 7 Match, sondern ein Stufe 11 Match. Aber irgendetwas Besonderes. Beide haben zwei Spamkreuzer, Mine und Jinan. Zwei U-Boote, ne? Drei Zerstörers. Immerhin drei Zerstörers. Drei Zerstörer immerhin, fünf Schlachtschiffe, also ganz gut was zum Farmen. Trotzdem ärgerlich an der Stelle. Ich fahr rüber, also nach D. Da habe ich mehr Feuerrange, da stören nicht die großen Inseln. Ja, Schwäche von diesem Schiff ist halt definitiv die Panzerung, also die seitliche Panzerung. Die ist halt wirklich eine Katastrophe. Das Ding frisst da sehr, sehr gerne, zieht das. Und macht da auf jeden Fall, hat da auf jeden Fall sehr, sehr große Probleme mit. Gut, Abwehr geht, glaube ich. Ja, 10 Kilometer auf dem Neuner, das ist, da kann man sich nicht beklagen auf jeden Fall, das reicht. Und ihr habt auch noch das 9,5 Kilometer Radar. Immer noch. Eigentlich, wenn ich das überlege, das ist gar nicht mal so wenig. Das ist fast 10 Kilometer. Klar, das Schiff geht weit vor der Radar-Range auf. Aber trotzdem, wenn euch irgendwie so ein Zerstörer oder ein U-Boot nervt und ihr das halt radern könnt. Zumal ich weiß nicht, wie viele Leute wissen, dass das Ding hier ein Radar hat. Denken sich wahrscheinlich auch einfach nur, ja, ist irgendein Schiff, vor einem Schlachtschiff, das wird schon kein Radar haben. Und dann hat die ein Radar. Ich glaube, da sind dann schon viele überrascht. Könnt ihr mal sagen, wie viele von euch wussten, dass dieses Ding hier ein Radar hat, die Missouri? Und ja, trotzdem, mich freut es einfach echt geil. Vor allem, ich habe die Musashi und die Missouri, beide diese legendäre Neuner-Schlachtschiffe habe ich jetzt. Ist natürlich sehr, sehr cool. Ich bin einfach sehr happy. Sehr, sehr happy. 1% Chance gehabt, dieses Schiff zu ziehen. Naja, noch geringer, ja. War ja in dem Pool von dem 1% Schiffen und ich ziehe sie. Und ja, das Schiff, was ich tatsächlich am meisten wollte, klar, Smaland. Ist natürlich der beste Pick, den man so mitkriegen kann, wenn man DD fahren kann. Aber dieses Schiff hier wollte ich auf jeden Fall am meisten. Wollte ich schon immer mal haben und ja, deswegen, mich macht's einfach happy. Gut, CD 30 Sekunden nach, darauf bin ich noch nicht eingegangen. Also Standard Nachladezeit so ein bisschen, finde ich. Na, immerhin ein Overpen. Man muss aber halt echt aufpassen, vor allem eine Georgia und eine Yamato hier jetzt in der Ecke. Ist jetzt nicht ganz so angenehm, finde ich. Und weshalb ich auch sofort, nachdem ich geschossen habe, rausgedreht bin, weil sie wollen mir schon beide an die Gurgel. So, mal sehen, wie der Schuss da ankommt. Gut, zu Georgia stehe ich jetzt mit dem Arsch mehr oder weniger. Auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Zumal ich liebe amerikanische Schlachtschiffe. Der einzige, die mir jetzt noch fehlen, sind Illinois und Georgia, glaube ich. Also auf den höheren Stufen. Nein, aus. Böse, 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 böse. Sehr gut, da bin ich zugegangen. Perfekt. Hab schon gesehen, die Yamato. Die Yamato hatte schon Bock. Sie hatte schon Bock. Sie hat schon überlegt, ob sie es tut. Da kam ihr Schuss jetzt auch, weil sie ging nämlich auf. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal gut schießen. Na, leider dreht sie raus. Sehr, sehr ärgerlich. Oder? Na, nee, nicht so ganz. Oh, die könnten sitzen. Die könnten sitzen. Nein, außer die Bild bitter gesprayt. Vor und hinter dem Schiff aufgeschlagen, so zur Präzision. Schade, das hätte ein richtig schöner Schuss werden können. Ich meine, immerhin noch ein bisschen Schaden, mein Gott. Aber trotzdem, schade, schade, schade. Ja, jetzt dreht sie leider raus. Jetzt trotzdem nochmal versuchen. Hätte dann auch nochmal einen Schuss zu geben. Jetzt ist es auch zu, zum Glück gerade so noch geschossen. Das dürfte Kunming sein, ja, die hier so wie so bekloppt da rumtaubt. Nice, ein U-Boot schon raus, nehme ich mit. Uiuiui, das zweite U-Boot. Na, immer noch ein Pen auf die Yamato. Nehme ich mit. Komm, nehme ich mit. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Na, schade, geht die Ballon jetzt unter Wasser. Ich dachte, die Kunming tops. Die Kunming ist. Die Penne hat die Kunming rausgetoppt. Jawollo. Oh, die Runde fängt schon mal gut an. Noch keinen Schaden gefressen, aber schon ein bisschen Schaden gemacht. Illinois fährt rückwärts.
Sieh mal an, komm. Sommer ist auch tot. Okay, gut, ich muss jetzt hier pushen, Alter. Ging aber hier fast verloren. Gottes Willen, macht mal ein paar Kills bitte, solange ich es nicht bin. Ich sag euch eins, das U-Boot stirbt jetzt auch noch. Es wird jetzt weggepasserbombt. Die Runde ist gleich vorbei. Kacke. Ah, jetzt wird die neue wieder vorwärts. Nichts, die Mino nah dran. Okay, doch nicht so nah, aber 15 Kilometer. Eieieiei. Nice, das ist die Valor tot. Auch das zweite U-Boot einfach weg. Oh, diesen Minoschuss würde ich zu gerne nehmen. Komm, give it to me. Diesen Minoschuss will ich. Ich will ihn. Komm her. Ja, komm zu Papi. Nein, jetzt dreht sie leider rein. Egal, komm. Ja, 14.000. War ja natürlich null Zita-Seite. Deswegen, das war auf jeden Fall in Ordnung. Komm, 17, 16, 15. Ah, der Amato sieht schon. Nee, ich muss. Die spielt mit Radar, die Mino. Ah, deswegen ist die auch so aggro unterwegs. Okay, komm, hier, yeah, volle Kanne reindrehen auf jeden Fall. Wir müssen zum Gegner. Runde ist bald vorbei wahrscheinlich. Komm, so jetzt aber hier der Schuss. Nein, ah, schade, ey, nur 8000. Oh, jetzt lebt sie damit 900 Lebenspunkte. Du willst mich doch verarschen. Ah, die Jinian ist leider auch tot. Jetzt habe ich hier zwei Minus und zwei Schlachtschiffe gegen mich. Jawollo. Geil. Traum-Setup an der Stelle. Komm. Nee, das nicht. Ah, hier, also der Minoschuss. Nein, da kommt noch ein Schuss. Ey, komm, bitte lass mich mal einen Schuss, ich weiß. Nein, Kufus! Habe ich sie getroffen? Okay, ich hätte sie auch nicht getroffen. Jetzt steht die Amato da breit vor mir. Nein! Ich muss aber echt zu den Gegnern. Die Leute, die Gegner verrecken hier wie am Fließband. Die Slava hat auch nicht mehr so viel Leben. Oh Gott. Das könnte ein kurzes Video werden. Okay, komm. Aggression! Speed! Das Gute ist halt, dass die Kiste halt echt mit 12-7 einen ordentlichen Tarnwert hat. Aber ja, gut, okay, jetzt ist die Georgia auch so langsam zu nah dran. Aber 6000 Schaden nehme ich mit. An der Stelle. Oh. Da werde ich gierig. Bei Minus werde ich gierig. Bei breitstehenden Minus. Ja, aber jetzt dreht ihr aber raus und ich sehe sie nicht mehr richtig. Nee, ich nehme jetzt die Georgia. Die, wo auch immer hinguckt. Sehr interessant. Ich muss Schaden nehmen, so viel wie ich jetzt kriegen kann, ey. Sehr schön. Zwei Pens, komm, nehme ich. Nein, Turm, dreh mal bitte wieder nach rechts. Georgia könnte nämlich rechts rauskommen. Okay, sehr gut. Die gehen aber auch noch einen Cap. Das könnte wichtig werden. Ich nutze auch mal gleich das Radar. Wir sehen, wie die Georgia fährt. Oh, okay. Ich dachte echt, sie fährt rechts rum. Willst du dich doch. Oh, bitte ramm mich nicht. Ehrlich. Turm nach links drehen, den hinteren. Das könnte jetzt doch wieder so eine Linksgeschichte werden. Mal ein bisschen hier. Ramm mich nicht. Bitte nicht. Nein. Stop. Don't do it. Nimm noch den Drive-by. Okay, gut. Kein Ramm. Sehr gut. Könnte zwar trotzdem böse enden für mich. Ne, sie hat's verkackt. Ja, komm, gib mir den Heckturm, ist in Ordnung. Warte, ich geb ihr den Heckturm jetzt noch mit. Hier, nimm. Geil, drei Abpraller, wuhu! Oh, Breitstehende Yamato, komm. Bin froh, dass sie nicht den Rahmen genommen hat. Zieht er sie doch! Ah! Wir auch auf die Georgia. Wird die gerade rausgetroppt, die Yamato? Ich sehe es nicht so ganz, leider. Nee, sehr gut, die ist im U-Top ausgewichen. Sehr geil. Ah, oh, der Winkel ist ganz kacke. Ich versuche gerade so ein bisschen in den Aufbauten zu schießen, um noch gut Schaden rauszukriegen. Ja, hat auch ganz gut funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Da hat Georgia und ich bei den Drive-By verkackt, aber ich war eher darauf bedacht, den dem möglichen RAM auszuweichen. Okay, ja, Mann, ist gut. Ja, er macht es gut. Schnell, Türme drehen! Ach, du brauchst doch keine Hilfe, Kuhwürst. Komm. Dreh die Türme.
Dreh die Türme. Ich hoffe nicht, dass ich nochmal zum Schuss komme. Komm! Nein! Schade. Schade. War ein bisschen schnell, die Runde. Aber komm, ist in Ordnung. Mein Gott, ich bin über meinen Durchschnittsschaden. Gerade so. Das ist fein. Mein 1 für Base XP, ja, mein Gott. Schade, ey. Leider haben die Zitas nicht gesessen gegen die Yamato und auch gegen die Mino. Gut, gegen die Mino war es noch akzeptabel. Die Yamato hat dich gerne gezittert, hat die Hauptartillerie dann doch ein bisschen getrollt. Aber es war eine lustige Runde. Meiner Meinung nach war das eine lustige Runde. Und das war auf jeden Fall ganz cool an der Stelle. Und ja, Miss Yuri, ich konnte es euch mal zeigen, wie sehr ich dieses Schiff auch mag. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und dass ihr Spaß hattet damit, dass wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Und ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Schaut euch das Video, das alles verlinkt. Wir sehen uns. Tschüssi, vielen Dank fürs Zusehen.